Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Trainfieber, hier mit unserem langen Güterzug, der endlich wieder fährt. Ja, da hatten wir doch ein bisschen ein Gemurkse in der letzten Folge, bis das hier wieder lief. Die haben die falschen Gleise verwendet und hinten beim Güterbahnhof mussten wir ja auch nochmal neu bauen, aushelfen sozusagen. So, apropos, ich suche gerade den Güterbahnhof, der war... Bin ich jetzt in die richtige Richtung unterwegs? Nee, in die falsche. Moment, hier unten ist er. Okay, nein, nicht zugesetzen. Sowas fällt uns im Traum nicht mehr ein. Ja, hier bauen. Für das Special. Ja, was für das Special bauen? Ja, ganz einfach. Ich möchte hier den Bahnhof noch ein bisschen schöner haben. Und dann mit dem Special anfangen. Also das aufzunehmen. Gucken könnt ihr es dann wahrscheinlich, wenn es wirklich klappt, zur 200. Folge. Jetzt, bevor wir das machen, machen wir aber ganz kurz was anderes. Nämlich es kam noch ein Kommentar. Vor 2 Folgen war das. Ich nehme wieder 2 Folgen hintereinander auf. Also nicht wundern, wenn ich jetzt nicht die Kommentare schon behandeln kann, die in der letzten Folge geschrieben wurden. Das kommt dann in der nächsten Folge. Gut, also hier. Ich frage mich gerade, was machen denn die ganzen Privatfahrzeuge hier? Das ist ja... Hallo? Geht's noch? Das... Haben die das hier irgendwie als neue Route genommen, um von Rantzau nach Neubehrend zu kommen? Das wäre dann aber nicht im Sinne des Erfinders. Leute, das ist hier Touristengebiet. Das ist zum Gucken, nicht zum Durchfahren. Ja, tatsächlich. Die nehmen das als neue Strecke. Können die denn hier hinten nirgends? Nee, das geht hier außen rum. Und dann hier lang. Ja, okay, also wenn man mit dem Auto von Neubehrend nach Rantzau wieder oder umgekehrt, dann ist das tatsächlich hier die nächste Strecke. Alles klar. Ich wollte jetzt hier eigentlich noch eine Busverbindung hinbauen, aber ja, nee, das machen wir jetzt trotzdem. Das stand eben in den Kommentaren, das war ein Wunsch, dass hier auch noch Touristen hinkommen. Dann machen wir das auch. Das ist eigentlich eine gute Idee, denn sonst steht der Turm einfach ein bisschen, ja, der steht dann halt da und zendet. Gut, also... Bus haben wir hier. Ich würde sagen, wir nehmen mal diese Haltestelle, wenn wir sie hier hinbauen dürfen. Dürfen wir. Na, einmal da. Einmal da. Und das ist eigentlich die einzige Haltestelle, die wir bauen müssen. Denn wir fahren jetzt hier mit dem Bus nach Rantzau und nach Neubehrend. Und da haben wir schon Haltestellen. Da werden wir es so machen, dass die Leute dann halt umsteigen müssen. Wir können den Bus natürlich auch noch hier hochschicken. Hier haben wir auch noch eine Bushaltestelle. Ich würde sagen, das machen wir mal. Jetzt machen wir aber erst die neue Linie. Neue Linie. Gucken wir mal, von wo aus starten wir. Ich würde sagen, das machen wir in Neubehrend. Da irgendwo am Bahnhof unten. Wenn ich dann die Linie zu fassen kriege. Bitteschön. Nee, dankeschön. So, das wäre hier unten. Genau, hier ist der Bahnhof. Winkel ändern. Irgendwie mit den ganzen Linien offen. Gefällt das dem Spiel dann wieder nicht mehr so? Ich mache ja mal zu, wir brauchen eigentlich nur diese Linie. Dann läuft es auch schon wieder wesentlich flüssiger. Naja, kaum sag ich's. Okay, das war das Monatsupdate, das absolut perfekt getimed war. Also von hier, nein, falsch. Diesen hier. Okay, wir fahren von Neubehrend Nord. Da können sie ja, wie gesagt, dann umsteigen. Hier hoch. Zur Funkantenne. Machen hier einen kleinen Halt. Fahren hier weiter. Fahren dann zu unserem Schloss. Nach hier oben. Da müssen sie halt hier einmal um eine Kurve. Hier unter der Brücke durch. Genau. Also nach hier hin. Dann hier müssen sie wieder wenden. Und dann würde ich sagen, ins Städtchen rein. Hier zum Bahnhof hier hinten. Genau. So, vom Drosselweg wieder zurück und dann fahren wir hier gleich nochmal hoch. Da werden wir einige Busse brauchen. So, halten hier beim Fernsehturm nochmal. Hier hinten. Und fahren dann von der Mühlenstraße, das gefällt mir nicht, das werde ich gleich umbenennen. Hier wieder nach Neubehrend Nord, da müssen wir auch noch umbenennen. Ich werde jetzt als erstes mal... Hier, ich werde die Linie nicht umbenennen, das lohnt sich einfach nicht mehr. Aber die einzelnen Haltestellen. Ferm, genau. Ferm. C. Turm.
zwischen Mikro und Wasserglas und allem durchgreifend, habe ich das jetzt geschrieben. Okay, Fernsehturm. Und hier unten, da gab es noch Vorschläge. Ich muss mal gucken. Den Bahnhof bei der Burg. Moment. Das wäre hier oben. Der hier. Der heißt irgendwie Oberrantzau. Kann man das jetzt ändern, ohne dass der Fahrplan irgendwie eine Krise kriegt? Ich hoffe es ja mal. Also der Vorschlag war im Rantzau Nord, Rantzau Burg. Ja, ich würde mal sagen, Burg ist am besten. Ist zwar fast näher bei Neuberend, aber okay, wir machen Rantzau. Burg. So, jetzt möchte ich aber hier den Fahrplan nochmal schnell sehen. Ob der noch passt. Nimm. Ist das, welche Linie ist das? Die 145. Hilfreich, wenn man auf die Farbe guckt, statt dass man sich überlegt, welche Loks hier fahren. Mach hin, 145. Okay, hier steht nichts mehr. Das wird immer noch als Oberrantzau genommen, wenn ich hier laufen lasse. Steht im Fahrplan immer noch Oberrantzau. Okay. Das Wichtige ist, dass hier steht auch immer noch Oberrantzau. Ich habe es doch eigentlich geändert. Hallo? Nochmal, was habe ich denn gemacht? Burg. Ne, Blödsinn, Rantzau. Burg. Rantzaburg. Ah, diese Heisenberg. Rantzau. Buh. Ja, Großschaden. Nein. Burg. So, haben wir es dann jetzt? Enter. Jetzt hat es das Ganze übernommen im Fahrplan. Jetzt bin ich beruhigt. Okay, der Fahrplan stimmt noch. Heiliges bisschen. Was für ein Manöver. Okay, wir haben hier eine Linie. Und noch keine Busse. Also werden wir mal Busse kaufen hier unten in Neuberend. Haben wir denn hier irgendwo ein Depot? Mit Sicherheit. Die Frage ist, wo? Hier hinten? Hier hinten haben wir eins. Dann nehmen wir das mal. Da nehmen wir jetzt doch einige Busse. Das ist eine relativ lange Strecke. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den. Wir haben ja auch genug Auswahl. Sicherlich ein Postauto. Hier als Schweizer. Dann durchaus so ein Reisecar. Reisebus. Ein Van Hool Doppelbus hätte ich auch noch gerne. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ja, so wie wir das hier gerade haben. Das ist noch viel zu wenig. Da brauchen wir noch massenhaft welche. Das ist ja schön, so Bus kaufen, ohne groß zu gucken. Den hier noch. Den hier noch. Das hier ein bisschen zur Seite nehmen. Ach, das sind immer noch zu wenig eigentlich. Das ist so eine lange Strecke mit da jeweils noch zum Schloss hoch. Da können wir echt noch weiter zuschlagen. Nochmal ein Reisebus. Und noch ein Doppelpostauto. Und dann noch den Renault. Okay, jetzt sind's. Ach, so einen noch. Man kann fast nicht mehr aufhören. Also, das wäre dann die Linie. Die neueste. Halt, da war sie doch. Ne, da war sie noch nicht. Was ist die neueste Linie? Die hier? Nein. Hier unten. Wo geht die lang? Hier unten vom Bahnhof. Wird irgendwie nicht angezeigt. Interessanterweise. Nochmal. Also 100... irgendwas und das müsste eigentlich 106 und jetzt haben wir es angezeigt. Okay. Kann natürlich auch nur angezeigt werden, wenn ich am richtigen Ort bin. So, laufen lassen. Und dann gehen wir hier mal gucken. Wir gucken jetzt zumindest mal, bis wir rausfahren. Die ganze Fahrt werden wir nicht beobachten. Würde ich mal sagen, denn die fahren da einfach den Berg hoch. Das haben wir uns eigentlich schon angeguckt. So, Depot können wir schließen. Schon auch sehr schöne Busse dabei, muss man sagen. Ford was? Ford Ulrich. Ha? Ist das ein amerikanischer Bus? Kann das sein? Oder was ist das für ein Ford Ulrich? Auch schön. Fernbus.de. Sehen schon klasse aus. Eine richtig schöne Busparade. Barneweit. Ha? Erwartet.
weil hier natürlich auch noch andere Autos durchfahren. Auch schön mit den Spiegelungen. Nordbahnhof. Muss wieder warten. Ja, da kommt ein Lastwagen. Der hat Vorfahrt und aus der anderen Richtung kommt gleich noch ein Lastwagen. Was steht da? Puerto Hoya Plata. Aha. Da fährt noch einer mit Holz vorbei. Schön, jetzt muss mal der Lastwagen warten. FM Logistik, Made in Satisfaction. Okay. Jetzt waren gleich beide los. Ne, doch nicht. Puh, dachte schon. Gleich Scherbitz. Das wäre dann ein Fall für die Polizei gewesen, die wir hier gar nicht haben. Noch ein Holztransporter. Und da, das ist ja cool. Das Postauto Wittenbach. Das ist ja gleich um die Ecke rum. Das ist ja nett. Wittenbach. Ganz ein kleines... Ja, das ist das ein Städtchen? Ich weiß es nicht mehr. Also, sonst ist es ein Dorf. Bei St. Gallen. Ketz. Trainfieber, cool, Fan-Community-Bus, sehr nett, hier auch mit den ganzen Bildern drauf. Metrobus, okay, haben wir sie dann bald oder kommen hier noch viele? Ich habe schon ein paar gekauft, ich müsste dann mal noch zu unserem Güterbahnhof. Nein, das war der letzte, Werkstatt Waschanlage hat wieder zugemacht. Sehr gut, hier kommt gleich mal, oh, die Dampflok. Sehr schön. Museumszug. Und da oben fährt der IC ein. IC 1 müsste das sein. Ja, vom Gleis her. Doch, tatsächlich. Schön, jetzt können sie hier wieder fahren, die Busse. Das ist eh gut, dann werden die schon ein bisschen aufgeteilt. Denn hier hinten sind sie noch nicht wirklich aufgeteilt, okay? So eine richtige Kolonne. Schön. Finde ich wirklich sehr nett, den Museumszug. Der ICE ist natürlich auch nett. Keine Frage. Was machst du denn hier? Der wendet schon wieder, oder ist das ein... Ne, das ist ein Stadtbus. Die 142. Wir haben hier die 146. Gut. Dachte schon. Weil er hier nicht weiterkommt, hat er gewendet. So, jetzt können sie hier wieder rüber. Hier kreuzen sie natürlich auch gleich nochmal mit der Museumsbahn. Irgendwie habe ich es heute mit der Maus, dass ich immer verrutsche. So, wow, was für ein Hugel hier. Okay. Da müssen sie hier halt San Francisco spielen. Das lässt sich nicht ändern. Da kommen noch einige mehr. Cool, gefällt mir. Da hinten fährt der IC1 wieder raus. Oben sehen wir nochmal die Museumsbahn. Und die Busse, die werden sich schon... ein bisschen aufteilen. Jetzt schlängeln sie sich hier erstmal den Berg hoch. Haben wir hier schon welche? Oder ist das der erste hier unten? Ne, Moment. Hier war noch einer. Ich habe ihn gesehen. Da. Cool. So, wieder Monatsupdate. Ein Elend. Oh, man sieht sogar den Turm schon von hier aus. Das ist ja natürlich auch nett. Ja. Was ist hier vorne? Ne, hier. Das ist ja schon ein Bus. War das der erste? Okay. Können wir mal noch schnell gucken, wie der hier anhält. Und noch einen größeren Stau provoziert. Na, das ist halt... Wir müssen hier sonst eine Busspur machen, aber ich denke mal, das schätze ich mir... Das schätze ich mir? Nein, das schenke ich mir jetzt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist so weit außerhalb der Stadt, da hat es doch keine Buslinie. So, kommst du runter oder kommst du nicht um die Kurve? Wow, mit Eintauchen. So, einmal anhalten. Die warten hier hinten. Die sind gut erzogen. Okay, es wird Zeit für unseren Bahnhof hier unten, dass wir den noch schick machen. Da mache ich natürlich nochmal Pause. Ich habe eine gewisse Idee, was ich machen möchte. Nämlich, ja, jetzt wird halt hier nochmal gebaut. Dafür wird dann später wieder gefahren. So, wir haben hier alte mit Strom, ohne Strom. Okay. Ich würde mal sagen, wir bauen mal mit Strom. Dann haben wir hier ohne, hier haben wir mit. Denn dann können wir hier auch Züge raufnehmen, die dann dastehen, die halt mit Strom fahren. Sonst können wir nur die Dieselzüge mitnehmen. Wir bauen jetzt hier einfach mal die Gleise.
dann gucken wir, wie wir das genau machen. Mit Weiche und Co. So, hätten wir hier mal die beiden. Okay. Dann gehen wir hier raus. Das klappt ja auch schon mal bestens. Jetzt hätte ich hier gerne auf der Höhe zwei Depot. Geht das? Kommen wir hier irgendwie noch rein? Nein, wir müssen hier vorbei und dann sind wir hier unten. Das bringt irgendwie auch nichts. Wir haben hier fast ein bisschen zu wenig Platz, wenn man es genau nimmt. Können wir hier noch rüber? Ja, hier können wir rüber, aber halt in zwei Schritten. Signal im Weg? Ach, wo? Das hier unten. Aha. So geht's. Okay, dann haben wir hier nämlich auch noch Gleis. So, schon ein bisschen besser. Ich mache jetzt hier einfach mal die Gleise hin und dann gucken, wo wir mit denen hingehen. So, ein bisschen länger vielleicht darf es noch sein. Wobei, ich hätte eben gerne die Depots hier. Aber das wird nicht gehen. Wir kommen sonst wirklich unten mit den Gleisen nicht mehr weg. Und aus dem Depot raus und da vorne, dann da hinten ein Prellbock, das ist irgendwie nicht wirklich, wie ich das gerne möchte. So, das würde, hier wird's hingehen. Okay. Dann könnten wir da, das wäre auch okay. Ich mache aber mal das hier weg, wir können es ja gleich nochmal hinziehen. Genau, dich hier und kriegen wir das zweite gleich daneben. Jawohl, genau so wollte ich das. Okay, dann können wir hier eigentlich, hier können wir ein Depot hinmachen. Und zwar das hier, dieses. Das müsste doch reinpassen. Genau, da können wir sogar noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen weiter nach vorne. Sehr schön. Gut. Dieses Gleis hier, das braucht auch einen Prellbock. Das funktioniert natürlich so auch nicht. Der fährt uns hier genau in die Mauer rein. Allerdings, doch, wir könnten eigentlich hier auch ein Depot machen. Dafür müsste ich hier wieder ein Stück abreißen, wieder ein Stück anbauen. Denn überall, wo wir ein Depot machen, können wir dann natürlich auch Züge. Ah! Züge raufstellen. Ein bisschen zu lang. Okay, dann machen wir es halt ein bisschen kürzer. So, ich hoffe mal, das war ein bisschen kürzer. Jawohl. Gut. Und hier haben wir zweimal Depot. Und am Depot geht es jetzt hier wieder vorbei. Das geht, glaube ich, noch gar nicht. Okay. Das reißen wir dann wieder ab. Dann geht es hier vorbei. Angelegt. Genau. Gut. Das Gleis kommt weg. Das ging ja nur darum, dass wir dann einen Anhaltspunkt haben, wo wir dieses Gleis hinmachen. Okay. Und hier machen wir Prellböcke, würde ich mal vorschlagen. Ja, noch ein bisschen wegnehmen. Bagger. 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 Machen wir schnell eine Weiche. Dann kann ich hier abreißen. Wieder Krümmung zu groß. Doof. Nochmal Krümmung zu groß. Ich würde gerne das Stück hier abreißen, nicht das ganze Gleis. Ja, sonst reißen wir es halt ab. Ist ja egal, wir setzen es wieder hin. Das ist ja Schnuppe. So. Ich würde mal sagen, bis hier ans Ende. Das hier eigentlich auch bis ans Ende. Da muss ich auch nochmal das Ganze wegnehmen. Nee, aber hier kann ich eine Weiche machen. Ich wollte gerade sagen, denkste. Nein, es hat geklappt mit der Weiche. Dankeschön. So, gleich wird man die Grundidee sehen. Sieht einfach nett aus, denke ich mir. Okay, das Gleis könnten wir zwar auch wieder wegnehmen, dann kann ich da nämlich nachher noch ein Dingens hinsetzen. Ein Dingens. Nee, ich mache hier mal die ganz normalen Prellböcke hin. Ja, das war bestimmt eine ganz clevere Idee. So ganz fertig werden wir mit dem Bahnhof eh nicht. Hier gehören noch Bäume hin und Sachen und Zäune und so weiter. Aber dann sieht es ja wenigstens nicht so leer aus. Dann haben wir hier mal einen ersten Schritt getan. Ich denke,
Das ist nicht schlecht. Vor allem ist nicht schlecht, wo hier der Prellbock ist mittlerweile. Oh, Gleisfeldleuchte. Das ist halt auch noch neu. Da wäre jetzt natürlich die Nacht schön, wenn es hier einen Tag-Nacht-Wechsel gäbe. Guck mal. Ganz cool. Und den doppelt. Ah, dann sieht so aus. Ach so, okay, das wäre für hier. Ist relativ logisch. Eigentlich ist das falsch. Kommt wieder weg. Das käme hier rein. Das könnten wir mal hier hin machen. Ja, man könnte sich Tage verweilen hier, mit, indem man einfach nur die ganzen Sachen sozusagen schmückt. So, dann gibt es hier mal noch ein Licht für die Einfahrt in die Wartungshalle. Gut, wir sind hier noch nicht fertig. Wir brauchen hier noch den nicht zu findenden Prellbock, sag mal. Ich scroll seit 3 Tagen und 4 Nächten. Ja, und dann ist er oben. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Aber wisst ihr was, wenn wir schon hier unten sind? Nicht, dass wir das bräuchten. Sieht aber natürlich auch einfach gut aus. So. Prellböcke. Puh, du. Irgendwo. Ja, eigentlich fast zu oberst. Ich sehe es vorm geistigen Auge. Das könnte man alles hier auch noch einbauen. Es ist ja schon irgendwie... Dann werden wir nur nicht mehr fertig. Hier ist er doch. Okay. Möglichst weit oben. Einmal so. Und einmal so. Okay, jetzt was machen wir mit den Gleisen? Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir kommen hier unten beim besten Willen nicht mehr rein. Hier einmal außen rum. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hätten wir hier noch zusätzliche Gleise. Dass wir hier einen Bogen machen. Hier außen rum. Und hier wieder reingehen. Dann hätten wir sozusagen einen Zugang zum Bahnhof. Dann würde das durchaus Sinn machen. Dann brauchen wir hier natürlich noch Weichen. Gut, bauen wir so. Möglichst eine enge Kurve. Hier mal rauf. Hier hin. Und jetzt mal gucken, können wir das hier verbinden? Ja, das geht. Dann ist das so gekauft. Jetzt hat hier halt ein Teil Strom, der andere hat keinen. Wir nehmen den mal wieder weg. Sieht sonst einmal ein bisschen doof aus. Dann haben wir hier... Ne, wisst ihr was? Wir machen den Strom hin. Überall. Sonst, ja... Sonst sieht das eben halt wirklich doof aus. Gut, mit dem Gleis hier anlegen. Das klappt auch bestens. Das können wir vielleicht in einem Hau rüberziehen. Gut, jetzt haben wir hier eigentlich Prellbock zu viel. Deswegen mache ich es anders. Ich habe mir jetzt kurz überlegt, den Prellbock wegzunehmen, aber wir machen hier die Weiche. Sieht wahrscheinlich besser aus. Ich denke, das würde man in der Realität nicht ganz so bauen, aber was sollen wir machen, wenn wir unten nicht mehr reinkommen? Wir haben halt im Prinzip zu weit außen angefangen beim Bahnhof. Hier ist natürlich Feierabend mit Bahnhof hier hinten. Und ich denke, so kann man eben doch auch noch was machen, dass das relativ nett aussieht. So, hier kommen wir wieder rein. Gut, jetzt bauen wir hier noch schnell... Ne, hier brauchen wir noch. Da ist jetzt allen Ernstes die Krümmung zu groß. Das ist dann eher bitter. Da wird die Krümmung zu groß. Wenn wir hier in den Tunnel reingehen und hinten wieder rauskommen, dann haben wir eine Riesenkonstruktion. Das möchte ich auch nicht. Aber dieses Gleis hier, das gefällt mir eben doch noch. Das ist aber kein Depot. Nein. Das hätte ich aber eben doch gerne als Depot. Hier brauchen wir einen Zug. Wenn wir jetzt schon dran sind, dann gönnen wir uns das noch ganz schnell. Ja, das passt soweit auch. Okay. Nur ändert nichts dran. Wie kommen wir jetzt hier rein? Mit einer Weiche vielleicht. Nee, auch nicht wirklich. Das ist einfach zu eng.
Runter kommen wir auch nicht. Da müssen wir es kürzen. Ganz einfach. Wir kürzen es. Erstmal eine Weiche, damit ich abschneiden kann. So. Einmal cutten. Und jetzt früher Anlauf holen sozusagen. Geht beim besten Willen auch nicht. Ist ja. Ging's da nicht ganz kurz? Nein. Da war der Wunsch. Der Vater des Gedanken. Schade, dass man das nicht machen kann. Das ist doch nicht übertrieben eigentlich. Man muss ja nicht mit 120 hier durchbrettern. Dass das mit 120 hier nicht geht, ist mir klar. Aber das kann man auch mal mit 20, 30 machen. Müssen wir hier noch mehr abreißen. Jetzt ist da der Wegpunkt wieder weg. Das ist eigentlich egal. Ja, es wird nicht besser. Eigentlich auch logisch. Höchstens wir machen, wenn wir hier schon anfangen. Nein, das wird auch nicht besser. Aber wenn wir jetzt hier runter gehen. Oh. Ist ja doof. Geht auch nicht. Wenn wir rauf gehen, geht auch nicht. Kann so eigentlich nicht gehen. Hier rüber. Auch nicht wirklich. Ich versuche es jetzt mal ganz waghalsig. Nein, wir kommen nicht höher. Wir sind hier schon auf dem Maximum. Das ist auch kein Winkel. Okay, jetzt wir kommen hier irgendwie so nicht wirklich weiter. Ich muss früher rein. Vielleicht komme ich früher rein. Auch nicht wirklich. Wir müssen es in zwei Schritten bauen. Wir machen das mal so. So, jetzt. Geht auch nicht. Das müsste aber jetzt gehen. Jetzt geht's. Okay, dann haben wir hier halt eine Weiche. Können wir aber weiter oben machen. Moment. Genau. So. Okay, dann kommen wir da auch rüber. Dann... Nein, das nehmen wir nicht weg, sondern hier hinten machen wir doch glatt auch nochmal ein Depot. Aber das geht natürlich so nicht hin, da muss ich erstmal wieder ein Stückchen abreißen. Eher ungewöhnlich, man kommt hier eigentlich dann nicht wirklich raus. Wir können mal gucken, ob wir oben nochmal rauskommen. Das ist zu lang. Ein bisschen eindrehen. Da ist immer noch Gleis im Weg. So auch. So nicht. Okay, dann kommst du hier hin. Schwebt ein bisschen. Hat zwar ein bisschen geplättet da, aber... So, wieder ein bisschen angleichen. Wir müssen hier ja auch nicht in die Höhe. Nehme ich es halt doch nochmal weg. Das ist halt doch ein ziemliches Gefrickel, bis man hier was hat. Wir haben da irgendwie... sozusagen erst die Hälfte. Ich möchte nicht runter, ich möchte es angleichen. Aber wir werden es in der Folge beenden. Ich mache jetzt hier nicht mehr massiv viel. So. Ich habe da eine Idee, was wir daneben noch hinbauen, wenn es Platz hat. So, jetzt müsste das Depot doch eigentlich hinkommen. Ja. Ja, jetzt schwebt es auch nicht mehr, jetzt ist es hier versunken, das ist okay so. Gut, wenn wir jetzt nämlich... man kann hier rauf, eigentlich ist es natürlich schon nicht wirklich. Nein, wir nehmen hier das Depot kurz weg und gucken. Man hat halt, wenn man bastelt, irgendwie laufend neue Ideen. Aber das geht so natürlich auch nicht, das ist genau der gleiche Bogen wie auf der anderen Seite. Wir kommen mit der Strecke oben nicht raus und unten nicht raus, okay. Aber wir kommen vielleicht so raus. Nein, kommen wir auch nicht. Ich würde gerne, wenn wir hier anlegen könnten, können wir nicht, okay. Was machen wir denn mit dir? Aber hier hätten wir die Möglichkeit wahrscheinlich zu einer Brücke anzusetzen.
Oder nicht? Nein. Nochmal was, was ich abreißen muss. Es ist irgendwie gar nicht so einfach. Also, das wieder einglätten. Das geht zum Glück relativ einfach. Das ist dann nicht das Problem. Was machen wir jetzt hier mit diesem Gleis? Hinten raus. Den Tunnel rein. Muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir das anschließen. Das ist wirklich einfach schade, dass man hier den Bogen nicht machen kann. Und dann halt hier zum Beispiel sagt, nur mit 10 km/h. Ihr seht schon, das ist jetzt einfach ein Geübe. Geht nicht anders. Wir machen hier wieder das Depot hin. Wir kommen hier nicht raus. Es ist ja auch nicht, es muss nicht zweckdienlich sein. Sondern es muss funktionieren. Wir stellen hier einfach einen Zug rauf. Dann fragt sich keiner mehr, wo der hin soll. Der steht dann einfach. Gut, und jetzt hier hinten. Das wird halt wahrscheinlich auch nicht gehen. Ich muss mal gucken. Ich werde das jetzt einfach testen. Wir kommen da auch nicht mit einer Kurve rein. Nee, geht auch nicht. Okay. Wir könnten, wenn ich hier mit einer Brücke... Hier geht ja die Brücke. Das ist klar. Wenn ich hier mit einer Brücke komme... Irgendwie von hier außen zum Beispiel. Kriege ich dann hier... Kriege ich dann hier nochmal so einen Ringlockschuppen hin? So von der Dimension her? Nein. Kriege ich nicht. Das ist dann allerdings eher schade. Okay, dann würde ich sagen... Wir lassen es mal im Groben so, was ich hier aber noch hinhaben möchte... Das sind die hier. Das ist ja auch ein Depot. Okay, bestens. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Gleise wegnehmen. Für wie viele sind die? Für 2 Gleise nehme ich an. Wir haben hier 3. Wenn wir... vielleicht doch... da muss ich da beide abreißen? Das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal. So, jetzt müssten wir es eigentlich reinkriegen. Boah, das ist ja riesig. Von der Breite her. Das geht so nicht. Wie ist es denn mit dem als Wegpunkt? Aber das ist halt auch wieder irgendwo... Jetzt ist das wieder zu unterst, sehe ich das richtig? Gleisfeldleuchte. Ne, zu unterst ist es... Doch, da ist es ja. Ja, das hat die gleiche Dimension, aber das passt. Guck mal, warum hat denn das Depot... Ist das anders? Was steht denn hier? Man könnte ja auch mal lesen. Links und rechts, okay. Das hat eine andere Dimension offensichtlich. Jetzt geht es wieder nicht mehr. Beziehungsweise das wird auf das Gleis gestellt da. Weil es halt ein Depot ist. Okay, und das hier als Wegpunkt. Beziehungsweise einfach als Mod. Das ist ja nicht mal ein Wegpunkt. Das funktioniert. Okay, ist gekauft. Jetzt können wir hier aber natürlich das Gleis wieder anschließen. Aber das hier hinten... ist dann hinfällig. Das hier. Dafür kommt hier noch ein Prellbock hin. Nein! Wieder! Das schön wäre, wenn man das, ja, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, wenn man es rausziehen könnte. So, als Favorit irgendwie. Denn so ist man halt, wenn man sowas macht, man ist nur am Scrollen. Ganz krass. Vor allem bei den vielen Mods, die es halt inzwischen gibt. Das hat die ganze Scrollerei natürlich auch nicht einfacher gemacht. Wo warst du denn jetzt? Jetzt bin ich aber nicht rüber gescrollt. Das kann ja... Das darf nicht sein. Nein, 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 nein. Da. Da ist es. Das Ding. So. Gut.
Vielleicht hier unten noch irgendwie nochmal so ein Stellwerk. Ja, man kann natürlich noch viel machen, denke ich mir. Was wir jetzt als nächstes aber machen, ist einfach mal primär hier die Züge rausholen, dass, damit hier noch ein paar Züge stehen, würde ich mal sagen. Gut, das war jetzt halt wieder eine gröbere Baufolge, aber war mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, hat auch ein bisschen Spaß gemacht zum Zusehen. Und wir werden spätestens, wenn wir alle Städte angeschlossen haben, wahrscheinlich ganz, ganz viele Zugfolgen haben. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss.